Und damit auch ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Revelations. Ich habe mir das jetzt, oder ich versuche mir das wieder anzugewöhnen, immer schön auf den zweiten Monitor zu gucken, dass ich die Folgen immer nochmal anmoderieren kann. Wir haben eben einen neuen Assassin rekrutiert und der hat uns eben gesagt, dass hier andauernd Assassinen verschwinden in der Gegend. Deswegen sollen wir uns jetzt im Park verstecken und das Ganze mal beobachten. Mal gucken, ob wir Erfolg haben. So, die Frage ist nur, wohin? Ich schätze mal auf das Dach. Obwohl, nach Park sieht es hier auch nicht aus, ne? Aber wir sind richtig. Aktiver Move. Nicht schlecht. Erst das Gebiet von Templern säubern und dann... Ach scheiße, ich kann nicht so schnell... Das ist fies. Ich kann überhaupt nicht so schnell lesen. Warte mal. So, eins. Zwei. Okay, also da wird auf jeden Fall auch schlecht über uns geredet. Kein Wunder. So. Ich glaube, diesen Typen, den mache ich... Oh, das wollte ich gar nicht. Können wir wieder runter? Da. Oh, geil. Ich habe so ein Bein da drinnen. Ihr droht eine Gefahr, die ich nicht verstehe. Ihr haltet Wache. Ich sehe mich mal um. Okay. Wie wir beide in dem Heuhaufen eben drin waren. Traumhaft. Was? Nach Anzeigen der verdächtigen Aktivitäten? Ja, den habe ich schon gesehen hier, den Jungen. Was ist denn hiermit? Ziel lokalisiert. Und jetzt? Ach, weiter noch? Ach so, wir haben jetzt wie so eine Vision oder was? Was gleich passiert? Was ist denn das gerade? Ich verstehe das überhaupt nicht. Das ist jetzt ein Feind, ja, ne? Folgt diesem Mann! Ja. Okay. Nur ein schuldiger Mann rennt so schnell davon! Boah, der hat aber Speed drauf. Okay, ich weiß natürlich jetzt nicht, ob wir Abkürzungen nehmen sollten. Ich kenne die Route natürlich noch nicht. Oh Gott. Schönes Ding, schönes Ding. Oh. Was? Verteidigen? Den Rekruten verteidigen, okay. So, wollen wir mal nochmal klauen? Okay. Alter. Mein Stolz ist verletzt und mein Herz ist schwer. Dieser Mann, sein Name ist Wally, er war einst ein Assassine. Okay. Er hat offenbar Talent und eine Rechnung zu begleichen. Evett, bis der Mann gefasst oder getötet wird, kann sich keiner von uns in dieser Stadt sicher fühlen. Und bis ihr richtig geübt seid, werde ich euch nicht in den Kampf gegen einen so tödlichen Gegner entsenden. Konzentrieren wir uns weiter auf die Verbesserung eurer Fähigkeiten. Was ist denn das jetzt? Achso. Was ist überhaupt ein Assassinsignal? Ich habe keine Ahnung. Was ist denn das hier? Da können wir wieder die Leute... Ah ja, das gab es ja beim letzten Teil auch schon. Alter, können sie Mittelmeerregion entsenden? Sie können Templern schaden, okay. Wie wäre es denn mit Rom? Rom gibt es gar nicht. Können wir gar nichts anderes auswählen hier? Ups. Bursa auswählen. Schwierigkeit.
Jetzt können wir ihn dahin schicken und ihn. Okay. Erfolgsaussichten. Mission starten. Okay, anscheinend sollen wir das machen. Und hier können wir. Okay. Er wurde befördert. Sehr schön. An den Werkbänken können sie Assassinen Aufträge geben. Genau, genau. Das gab es ja schon mal. Das war, glaube ich, im letzten Teil an so Taubenständen oder sowas. Wir gucken mal, wo wir jetzt hin müssen. Back in the city. Ich würde sagen, wir gehen wieder zu einem Tunnel. Ich glaube, dass wir das hier mehr nutzen werden als im letzten Teil. Wir können aber vorher nochmal hier auf den Turm rauf. Guck mal, wenn ich das mir so angucke, ne? Wie wenig Türme das hier sind. Das ist ja im Gegensatz zum letzten Teil so wenig. Okay, hier unten ist noch was. Aber im letzten Teil waren es auch bestimmt 30 Stück oder so. Das ist ja wirklich übersichtlich. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, das ist jetzt der dritte Teil mit diesem Ezio hier. Ich finde es irgendwie cool, dass wir so einen Typen spielen, der so ein bisschen schon in die Tage, wie sagt man, in die Jahre gekommen ist, so rum. Finde ich lustig. War am Anfang für mich ein bisschen ungewohnt, weil das wirklich, jetzt sieht ja wirklich viel älter aus als in den letzten Teilen. So. Oh, das war knapp. Zack. So, einmal die Gegend hier freilegen. Und dann werden wir uns mal zum nächsten Tunnel bewegen und Richtung Süden wieder reisen. Das ist dann ja, was heißt Süden, ne? Das ist ja, ich weiß gar nicht, wo jetzt hier die asiatische und die europäische Seite ist. Gute Frage. Ich würde sagen, dass das hier die europäische ist. Ah, das weiß ich, weiß es nicht. Der Galat-Turm. Weiß ich nicht. So, wir machen jetzt hier mal den Tunnel. Und dann ab auf die andere Seite. Da können wir auch mal dieses. Oh Gott, scheiße. Wie stimmt? Untot. Scheiße. Dann können wir uns auch das mit der Fähre mal sparen. Vielleicht gar nicht so schlecht. Ich meine, es kostet zwar kein Geld, aber da immer manuell hinzufahren und hinzuschiffen, das ist immer ein bisschen. Dauert, glaube ich, ein bisschen länger. So. Hat er den Tunnel jetzt noch markiert? Nö. So. Okay, jetzt aber. So, ab zum Tunnel. So, kommen wir hier rüber. Ich will doch nur meine Familie. Habt ihr etwas Silber? Oder ein Kupferstück? Vielleicht. Geendet oder in Ketten. Jede Wette. Scheiße. Gerüste. Ach, einzureißen. Okay. Ich will eigentlich nur auf die andere Seite. Sag mal. Wie kommen wir denn da rüber? Warte mal. Ja, wir müssen genau auf die andere Seite. Aber hier, da ist ein Durchgang. Vielleicht kommen wir hier rüber. Welch komische Vorstellung. Ja. Nein, stopp. Och, Mensch, Ezio. Denk doch mal mit. Kommen wir hier wirklich nicht hoch? Das kann doch nicht sein. Okay, doch. Gut. Ich dachte, hier ist so eine Alpha-Wand. So ruhig hier gerade. Oh. Datenfragmenten, okay. Diese Stille. So, da ist der Tunnel. Aua. Stopp. So. Jetzt aber. Also, da ist die Mission. Schade, dass man hier nicht direkt aufklicken kann. Ich kenne natürlich jetzt die ganzen Dinge nicht auswendig. Hagia Sophia. Da. Der große Bazar. So. Und schon sind wir da. Sehr gut. Es ist ja wirklich sehr angenehm mit den Tunneln.
Und die Mission müsste jetzt eigentlich auch hier sein. Ja. Achso, direkt bei der Feste. So, wo ist der Eingang hier irgendwo? Nein, stopp. Hier. So, aber unser Kumpel müsste ja weg sein, ne? Den haben wir ja jetzt weggeschickt. Gibt es Schäden? Keine offensichtlichen. Byzantinische Templer sind schlechte Gastgeber, aber gute Pächter. Wenn sie einen Ort einnehmen, halten sie ihn in Stand. Weil sie vorhaben zu bleiben. Kessin Likle. Nun, wie versprochen, falls ihr lernen wollt, eure eigenen Bomben zu bauen. Ich zeig's euch. Nicht anfassen. Eine falsche Bewegung und peng, das Haus stürzt ein. Ist das euer Ernst? Euer Gesichtsausdruck. Hier, ich zeig's euch. Bombenherstellung. Ach, wie cool. Die Assassinen haben nun die Kontrolle über die Feste im nördlichen kaiserlichen Bezirk übernommen und Yusuf ist beruhigt. Bringen Sie mehr über die Bombenherstellung in Erfahrung, bevor Sie gehen. Das machen wir noch. Arabisches Pulver und Hagel mit der Werkbank zur Bombenherstellung interagieren. Das ist ja verrückt. Gibt es ja bestimmt so ein Minigame hier. Unsere Bomben bestehen aus drei Bestandteilen. Okay. Der Hülse, dem Schießpulver und der entscheidenden Zutat. Manchmal fügen wir noch mehr hinzu, aus Spaß. Doch dazu kommen wir später. Zunächst konzentrieren wir uns nur darauf. Benutzen Sie nach links, um die Auswahl zu bewegen, wählen Sie Verzögerungshülse und arabisches Pulver. Und als Effekt Hagel. Das ist ja cool. Also können wir uns die sozusagen hier zusammenbauen und herstellen? Was vergessen? Ach, muss ich jetzt klicken, ne? Ne, hä? Ach, Leertaste. Zum Werfen einer Bombe drücken Sie kurz... Ja, komm, jetzt sind wir hier im Animus. Hier können wir mal üben. Okay, also die macht jetzt tatsächlich auch Damage. Ist ja cool, dass wir das im Animus so testen können. So, Nummer 1. Und jetzt noch hinzufügen. Okay, also die haben wir jetzt. Das ist ja cool. Ihr werdet viele Zutaten für Bomben finden. In der ganzen Stadt. Also haltet die Augen offen und die Nase am Boden, wenn ihr herumlauft. Das sollte mich beschäftigen. Grazie, Yusuf. Kennt ihr dieses Buch? Nein. Ein Tagebuch? Sie. Der geheime Kreuzzug. Von Niccolo Polo. Marcos Vater? Ich fand es bei einem Templer in Masyaf. Es erwähnt die 5 Schlüssel zu Altairs Bibliothek. Niccolo versteckte sie in der Stadt. Ah, und die Templer wissen davon. Also ein Wettlauf gegen die Zeit. Einen fanden sie schon. Unter Top Capi. Den will ich mir holen und die anderen suchen. Also, wo werdet ihr anfangen? Am alten Polo-Handelsposten, denke ich. Sie hatten ein Geschäft in der Gegend, oder? Ich glaube schon. Sprecht mit einem Mann namens Piri Reis im Bazar. Er kann euch die Richtung weisen. Und euch ein paar mehr Bombenrezepte beibringen, falls euch danach ist. Okay, dankeschön. Cool. Also, unsere Langzeitaufgabe ist also, die 5 Schlüssel zu der Bibliothek vom alten Ir, ich sag mal alten Ir, einfach so sie ist, zu entdecken. Und wir haben jetzt... Verzögerungshülse. Okay, ergibt sich ja, ne, was sie macht. Hagel ist eine Ammlung scharfer Metallsplitter, die bei der Explosion... Okay, also das ist tatsächlich wie so eine Splitterbombe, steht da ja auch. Das ist ja echt cool. Hat man noch so ein bisschen... Tötet und verletzt, indem sie bei Explosion Hagelladung freisetzt. Ja, klar. Kennt man. So, okay, also in unserem Quartier, das ist ja cool. Können wir also Bomben bauen. So, wo ist hier unser... Da, hier, ach, der wohnt hier. Piri Reis, ich glaube, ich kenne einige eurer frühen Werke. Reis,
Hat Yusuf Tassim euch geschickt? Das klingt nach einer seiner Übertreibungen. Sie. Er sagte, ihr könntet mir den Standort von Nikolopoulos Handelsposten zeigen. Ah, ihr müsst dieser Floranzali sein, über den er ständig jammert. Lothario? Ezio. Das klingt doch alles gleich. Ja, die alte Polofaktorei. Westlich der Hagia Sophia. Hier. Grazie. Yusuf erwähnte auch, dass ihr der richtige Mann wärt, um über spezielle Bomben zu reden. Ach, dieser Mann. Er redet zu viel. Er wett. Ich bin Navigator in der Marine. Zurzeit beurlaubt im Studium der Kartografie. Doch in meiner Zeit als Soldat habe ich die Artillerie und Sprengstoffe schätzen gelernt. Das kam auch den Assassinen zugute. Es verschafft uns einen Vorteil. Ich habe verschiedenste Bomben, nur für Assassinen, versteht sich. Tödliche, taktische, zur Ablenkung und ein paar ausgefallene Hülsen. Alles, was ihr seht, steht zum Verkauf. Falls ihr beweist, dass ihr damit umgehen könnt. Ich bin sehr gelehrig. Nun, niemand hält euch auf. Gebt einfach Bescheid. Okay. Geld haben wir auch bekommen. Können wir jetzt hier umgucken? Ah ja. Also es gibt mehrere Beutel, das sehe ich auch jetzt erst. Aufschlaghülse. Beim Aufschlag. Okay, krass. Was gibt's noch so? Wir haben auch mehr als Schießpulver gar nicht. Phosphor. Und Stinkdrüsensekret. Komm, machen wir mal. Arabisches Pulver haben wir eh nichts anderes. Und Aufschlag. Aber es ist wohl wahrscheinlich auch eher taktisch, ne? Und Ablenkung. Ach, guck mal, ach, hier sieht es auch anders aus. Oh, jetzt verstehe. Akustische Köder. Menschenmengen anlocken. Machen wir mal Schwefel. Wir haben leider kein Pulver mehr. Okay, da müssen wir leider warten. Und können wir jetzt auch fertige Bomben hier kaufen? Was ist das hier oben? Köpek Orlo. Ich muss diese alten griechischen Karten mit den Daten von Admiral Columbus abgleichen. Aber es ist, als vergleiche man Karten von der Erde und vom Mond. Was für ein Chaos. Ah, Ezio. Erfreut mich. Lasst mich euch was zeigen. Wie wäre es mit diesen Giftbomben? Wie tödlich sind die? Recht tödlich, Dostum. Wir destillieren unser Gift aus der Datura-Pflanze. Eine hübsche kleine Blume mit tödlichem Geheimnis. Diese hier tötet. Langsam, aber sicher. Seid vorsichtig. Zu eurem Wohl. Und dem anderer. Okay, danke schön. Grazie, genau. Sollen wir die jetzt austesten? Ja, ne? Benutzen Sie die Datura-Bombe, um die byzantinischen Templer zu eliminieren. Schaffen wir das noch? Das schaffen wir noch. Wird die Folge ein bisschen länger, aber ich will jetzt hier nicht mittendrin aufhören. Okay. Den Zielort aufsuchen, ist ja nicht so weit. Okay. Und dann sollen wir die langsam, aber sicher... Okay, wie war das nochmal mit E, ne? Okay, unentdecktes Sperrgebiet. Okay, und jetzt checken die das nicht, oder was? Ist ja cool. Was soll denn der Unsinn, Elite? Was ist los mit euch? Hey! Hat euch die Sprache verschlagen? Moment. Ihm nach! Fuck! Verdammt, er entkommt euch! Was sollen wir machen? Soll ich den killen? Ach, scheiße, ich hab's nicht mitbekommen eben. Aber der war markiert. Wahrscheinlich sollte ich ihn unentdeckt eliminieren. Hab ich nicht drauf geachtet. Ja, ja, genau. Ach eh. Oh, reißt euch zusammen! Verdammt nochmal. Der da. Moment mal.
Der da. Bums. Und tschüss. Und abhauen wahrscheinlich. Keine Distanz- oder Nahkampfwaffen einsetzen? Hä? Hä, was sollen wir sonst machen? Okay, also das können wir jetzt tatsächlich bei ihm kaufen. Das ist hier wohl auch markiert. Noch so ein Söldner. Mit den Bomben. Den Fluchtweg abschneiden. Ja, ach so, ach da, okay. Gut, dann fliege ich jetzt hier nochmal ein bisschen durch die Gegend. Ich glaube, der hat noch ein paar andere Bomben auf Lager. Ich bewege mich schon mal. Bewege ihn einfach mal weg. Und mache in der Zeit meine Abmoderation. Das war es erstmal mit dieser Aufnahme hier. Mit dieser Bombenaufnahme. Ziemlich cool, was man machen kann, auch was wir am Anfang jetzt hier erlebt haben, mit diesen in Wellen irgendwelche, und so. Das war mal was ganz Neues. Sehr cool. Und ich gehe mal fix irgendwo hoch, da sind wir sicher. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Hoffentlich kommt ihr auch nächste Woche direkt raus. Müsste ich aber eigentlich schaffen, denn ich habe ja aktuell Ferien. So, genießen wir nochmal die Aussicht. Sehen wir schon die Hagia Sophia. Es müsste eigentlich das Ding da hinten sein, da. Und dann war es erstmal bis hierhin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Tschüssikowski und ciao. Tschüssikowski.